Ja, und damit Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Atlas. Die See ist ruhig. Die Wolken sind dunkel. Die Sterne sind nur kurz zu sehen. Wird gleich irgendwas passieren oder werden wir hier rechtzeitig auf unserer Insel ankommen, bevor irgendwas losgeht? Nebel, Dunkelheit, Hitze, Wirbelstürme, Sturm. Also ich glaube nicht, dass es Wirbelstürme gibt, weil dafür ist die See einfach zu ruhig. Aber wenn die See so ruhig ist, könnte es auch öfter mal Nebel geben. Deshalb hoffe ich das erstmal nicht, weil das wäre nicht so prickelnd, weil, ja, ihr wisst, Nebel, ich hasse Nebel. So. Ja. Der liebe Finn ist auch immer noch am Start hier. Der steht gerade direkt vor mir und ich sehe gerade nicht wirklich viel. Mini, würdest du mal bitte... Da hat er den Mikrofonständer gerade bewegt. Würdest du mal deinen dicken Popo einfach mal hier wegbewegen, weil ich kann nicht viel sehen, Spatzelchen. Hm? Immer bei der Aufnahme musst du kommen, hm? Immer bei der Aufnahme. Komm, leg dich mal darüber. Leg dich mal darüber auf dein Plätzchen am Tisch, ja? Leg dich rüber. Er will sie dich hinlegen. Der läuft jetzt lieber gerade vor meiner Nase rum. Versucht das hier ein bisschen zu meistern. Weil er steht halt direkt vor dem Bildschirm. Da ist so, das ist so typisch Finn, weißt du? Ja, und jetzt hinsetzen, genau. Genau. Setz dich zwischen meine Hände, dann kann ich wenigstens so ein bisschen mehr sehen wie vorher. Dann kann ich wenigstens ein bisschen mehr sehen wie vorher. Zwar nicht ganz so viel, aber es geht. Es geht. So. Wir kommen hier unserer Insel sehr nahe. Das ist sehr gut. Also ich denke mal nicht, dass gleich irgendwas passieren wird. Irgendwie ist das Wetter in letzter Zeit komisch, ne? Früher haben meine Wetterhervorsagen immer wunderbar geklappt. Wenn ich gesagt habe, ey, Regen, dann kam Regen, ja. Ich sage, hey, Wirbelsturm, dann kam Wirbelsturm, ja. So, oh, es könnte neblig werden. Bumm, war der Nebel da, ja. Und jetzt so, die letzten paar Folgen, ne, paar Tage, nichts. Ja. Die Wolken sind zwar da und es sieht auch voll gleich aus, aber irgendwie bleiben wir verschont, ne? Also nicht, dass mich das stört, ne, aber bin ich denn wirklich so eine schlechte Wetterfee? Kann ich irgendwie nicht mehr das Wetter lesen? Bin ich etwa alt? Alt sind wir denn eigentlich? Lass mal gucken hier. 33. Das passt ja. Genauso alt bin ich nämlich auch. Noch. Noch, Freunde, noch. Zeit vergeht so schnell, da ist man schneller wieder ein Jahr älter, wie man gucken kann. So. Mache euch gerade hier mal kurz, Moment. Ich habe euch gerade mal kurz ein Foto, oder ich habe gerade mal kurz Foto gemacht, wie das aktuell gerade aussieht hier, wie ich hier gerade aufnehme. Das werde ich dann natürlich auch auf Discord stellen, ne? Weil dann seht ihr auch mal, wie Finn wirklich da sitzt. Und so ist das nämlich des Öfteren. Was ist da hinten? Da irgendwas kämpft da hinten, sehe ich gerade. Das Wölfe? Sieht mir aus nach Wölfen. Ja, gerade irgendwas auf dieser Insel da jagen, auf dieser kleinen. Ja, sind Wölfe. Ja, wie gesagt, werde ich auf Discord draufstellen und vielleicht auch auf Instagram. Muss ich mal gucken. Aber das sind halt Tiere, ne? Tiere sehen sich halt einfach auch als Menschen teilweise, ja, gehörig zur Familie und möchten halt auch bei allem dabei sein. Ne? Das
ist auch schön so, weil ich liebe meine Tiere. Ich liebe meinen Finn, ich liebe meine Naya, ja. Mein Mowgli, das sind einfach für mich die. Das sind meine Kinder, sage ich immer dazu, ja. Und ich würde sie um kein Geld der Welt würde ich sie wieder hergeben, weil das sind einfach manchmal die besten Freunde eines Menschen. Die verurteilen dich nicht, wie du aussiehst. Die verurteilen dich nicht, wie du sprichst. Die verurteilen dich überhaupt nicht, sondern die geben dir Liebe, ja. Und wenn du ihnen die Liebe zurückgibst, dann geben die dir noch viel, 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 viel mehr Liebe. Und für Menschen, die ihre Tiere quälen oder ihre Tiere schlecht behandeln, ja, die gehören meiner Meinung nach einfach eingesperrt, ja, und nie wieder rausgelassen. Sorry, das ist wie, als würdest du einen Menschen quälen, ja. Das ist genau dasselbe. Man macht sowas nicht, ja. Man quält andere Lebewesen nicht. Sagen FIFO, ja, du machst aber auch, du tötest doch auch Spinnen. Ja, aber, nein, ich töte sie selber nicht. Ich habe nur Angst davor, ich mag die nicht. Und die Krabbeltiere mache ich auch, das ist was anderes. Das ist irgendwas anderes. Anderes. Weil natürlich so Tiere halt, also richtige Tiere. Löwen, Katzen, Leoparden, alles das. Ja, diese ganzen Tiere, die überall auf der Welt leben. Man sollte kein Tier grundlos umbringen, ja, oder grundlos quälen. Und es gibt leider immer noch viel zu viele Menschen, die so grausam sind und solche Dinge tun. Und das tut mir jedes Mal im Herz weh, wenn ich sowas sehe. Aber am besten reden wir davon gar nicht. Na, Finn, das ist traurig so, ja? So, wir sind gleich wieder an unserem Hafen. Wir haben echt nie Glück mit dem Wind, ne? Gerade wieder. Das ist so. Ja, ne, Wanda, gibst du mir recht, meine Schuhe. Oh, mein Kater riecht voll gut. Da riecht er nicht gut. Und manchmal ist mein Kater ja richtig eklig, ne? Wenn er dann im Katzenklo ist und sich dann da ins Katzenklo manchmal reinlegt. Das macht er nämlich auch öfter mal. Und da, das riecht man dann meistens immer ganz genau, wenn er im Katzenklo wieder war, weil dann riecht er nach Katzenklo. Mowgli ist halt meistens auch immer der Held, ja, der dann, wenn ich nicht schnell genug bin, sich die Kacke aus dem Katzenklo stibitzt und die dann durch die Wohnung trägt. Das ist so. Also, ganz ehrlich, so lieb ich sie auch habe, aber manchmal sind Tiere schon eklig. Also, manchmal sind Tiere einfach schon eklig. Und vor allem tun Tiere manchmal Dinge, die sie nicht tun dürfen, ja, aber das macht ja am meisten Spaß. Das sind wie kleine Kinder, ja. Dinge, die du nicht tun darfst, die die Mutter verbietet, ja, die sind natürlich am interessantesten und das muss man natürlich ausprobieren, ja. Mowgli hat schon so viel Ärger gekriegt, weil er Katzenkacke aus dem Katzenklo gestipitzt hat, ja, weil ich es gesehen habe. Aber er macht es trotzdem weiter. Er macht es trotzdem weiter. Gut, er kaut jetzt nicht mehr so drauf rum. Am Anfang hat er drauf rumgekaut. Jetzt klaut es einfach nur raus, lässt sie fallen. Ne? Ich kann es dann wegmachen. Aber mein Kater hat halt wirklich immer dieses Phänomen, ja, ich mache dann die Katzenscheiße weg. Ich mache ja jeden Tag Katzenklo immer sauber, mehrmals, ne? Aber meistens dann immer so, jedes Mal, wenn ich es dann sauber gemacht habe, dann kommt Finn und denkt sich so, hab da noch was für dich. Und bullert da erstmal nochmal rein, ja, oder macht nochmal Kaka rein. Und denkst so, das konntest du dich vormachen, bevor ich das Katzenklo sauber gemacht habe? Nein, das Katzenklo muss immer schön frisch sein, dann kackt sie es am besten. Und dann kann man auch 3-4 Mal hintereinander kacken, ist kein Problem, ja. Und wenn er dann fertig ist, dann kommt ja Naya, ne? Das ist immer so, das sind halt meine beiden super besten Katzen der Welt. Ja. So, jetzt muss ich mal gucken hier. Oh, so. Hey. Ich hab ein bisschen schief geparkt, ne? Ich kann noch laufen. Wanda, kommst du mit?
Ich pack mal der Wanda ein bisschen was rein. Jetzt ist es voll. Das eigentlich. So müsste das funktionieren. Wanda, kommst du? Huch! Ja, kommt. Okay. Alles klar, sie kommt. Das müsste eigentlich passen. Und wir haben es sogar noch geschafft, bevor der Morgen kommt. Juhu! Lange, ich habe wieder nichts dabei. Wanda! Haben nichts dabei, mit dem wir uns jetzt wehren hätten können. Außer Wanda. Na, ihr Hübschen. Guck mal, wir kommen wieder zurück. Ich habe euch wieder die Wanda mitgebracht. Ihr geht's gut. Heile, alles in Ordnung. Ja, ihr ist nichts passiert. Na, Wilma, meine Dicke. Na, no, Willi, mein Dicker. Überleg gerade, Wanda, Wilma, Willi, hatten wir nicht noch eine Frau? Ich glaube nicht. Ich weiß es manchmal echt nicht mehr, wie viele Tiere wir hatten. Ich glaube, ich habe schon wieder. So. Anhalten. Hallo, meine Lieben. Na, geht's euch gut? Habt ihr die Zeit ohne mich gut verbracht? Hier reinpacken. Dann packen wir hier das Stroh rein. Winnie ist aufgestanden. Dann habe ich jetzt wieder ein bisschen mehr Platz. Da rein. Kommt mal hier rein. Blaublanzer. Da rein. Packen wir fix da rein. Das kommt da rein. Hier rüber. Reparieren wir erstmal schnell das Werkzeug. Das dann auch direkt später mitnehmen können. Ja, du kannst mir das auch mal geben. Falsch. Aber guck mal, wenn wir uns das jetzt wirklich jetzt angucken, ne? Wir haben einiges schon jetzt wieder Vorräten. Da können wir jetzt erstmal wieder ein bisschen bauen. So. War das eben hier rein. So, die Fackel machen wir auch noch mal eben ganz. So. Weg. So. Bringe ich das mal eben kurz aufs Floß. Ich schaue mal noch hier kurz nach unseren Tieren. Denen geht's gut, ne? Alles super? Ja, alles wunderbar. Packen wir das nämlich jetzt erstmal aufs Floß rein. Dann stört uns das auch nicht. Dann haben wir jetzt nicht da alles vorne. Voll, bis auf natürlich die Sachen, die ich unten in meiner Leiste drin habe. Die behalte ich lieber. Dann kann ich mich auch drin einfach mal wehren, wenn es sein soll. Die Fackel lassen wir auch mal drin. Hi, Schildkröte. Na, machst du wieder Geräusche am frühen Morgen? Ja? Immer so laut am frühen Morgen. So, und jetzt werden wir erstmal wieder in die Werkbank ein paar Sachen packen. Denn wir brauchen jetzt Materialien. Und zwar brauchen wir jetzt die Branken. Schau mal, wie viele ich herstellen kann mit dem, was ich jetzt an der Tasche habe. Ah, guck mal, jetzt kommt der Regen. Jetzt, wo wir zu Hause sind, jetzt, wo es Tag wird, da kommt er. Hatte schon gesagt, ne? Ich hatte gesagt, es wird regnen. Der Regen, die Wolken haben es einfach gesagt, aber es kam relativ spät. Also, ich glaube, ich muss das noch ein bisschen trainieren, was das Wetter angeht. Das Wetter hier, so euch zu sagen, hier, so, jetzt sieht es gleich hier so aus und so gleich hier.
So. Kann man davon herstellen? 15. Machen einfach mal die 15, weil ich glaube, die 15 werden wir auch benötigen. Das Ding ist halt, viele sagen, hey, bau so viel Kanonen, ja, oder so viel Ausdrücke oder so viel. Ja, die anderen sagen, hey, mach lieber nur so viele, ja. Ich glaube, das kann man individuell einfach entscheiden. Ich glaube, das macht jetzt nicht so viel aus. Ich hoffe es zumindest. Also, wie gesagt, ich hab noch nie in Atlas Kanonen gebaut oder sowas, ja. Und auch noch nie ein Schiff mit Kanonen bestückt. Wenn man, wie gesagt, da braucht man halt verschiedene Materialien dazu. Und dazu muss man halt erstmal auch reisen. Und da ja unsere liebe, schöne, wunderbare Black Pearl, unser erstes Schiff, Leiter Gottes, ja. Dem Geisterschiffen zu Opfer gefallen ist. Konnten wir das leider nicht mit nach Hause bringen, was wir da so Tolles hatten. Die Wellen hier sind ganz schön hoch. Passen hier. Hier mal das Schiff zumachen, dass da nichts, zu feucht wird da unten. Gerade nicht viel aufgrund, dass mich gerade Wellen ein bisschen um die Front peitschen. Haben wir? Okay, oben. Müssen wir oben hin. Da muss ich da durch. Dann war nämlich hier. Ich glaube, ich habe sogar zu viele gemacht, oder? Da reicht es gerade so. Könnten sogar noch zwei fehlen, ne? Es fehlen sogar noch zwei. Kann man eigentlich auch hier noch eine Kanone hinmachen? Dann hätten wir da vorne auch noch gar. Das Ding ist halt auch, was halt auch noch sehr, was halt auch noch zu beachten ist, ne? Dass man halt nachher dann, wenn das Schiff ne, dann mit Kanonen bestückt ist, dass man ja für jede Kanone auch einen Matrosen benötigt. Das ist halt auch noch so ein Ding. Deshalb, das ist gar nicht so. Man muss da wirklich echt drauf achten. Du hast da Kacke an deinem Arsch hängen. Ja, wirklich. Und das ist halt echt teilweise, was halt wirklich Platz wegnimmt, ne? Also an Crewmitgliedern halt, ne? Ja, da muss man halt echt drauf achten. So. Ich überlege aber gerade, ob ich da nicht noch eventuell. Nee, wir machen einfach ganz normale Pranken hin. Nee, ich glaube, ich hab genug Kanonen dann. Man muss es ja auch nicht übertreiben. Ja. Man muss es ja dann auch nicht übertreiben. Laufen wir da eben mal hin. Ja, und wie es dann weitergeht und was uns in der nächsten Folge so erwarten wird und wie unser Schiffchen dann
aussehen wird, wenn wir da jetzt weiter dran bauen, ja, das seht ihr dann alles in der nächsten Folge von Atlas. Bis dahin, haut rein, macht's gut und tschüsschen!